So, und jetzt brauche ich noch Kartoffeln. Und zwar würde ich am Wochenende gerne Quetschkartoffeln machen. Welche Sorte empfehlen Sie da? Da empfehle ich die Laila. Das ist unsere weichkochende Kartoffel. Die nimmt man am besten dazu. Ah, super. Ne? Die sind ja nicht so hart. Ja, genau. Wenn die gekocht sind, sind die schön weich. Super. Und dann braucht man nicht mehr viel sich anstrengen beim Zermosen. Klasse. Ich danke Ihnen. Super. Ja. Dann nehme ich da direkt mal ein paar von mit. Ich danke Ihnen. Jo, bitteschön. Putzen. Waschen, kochen, kühlen. Quetschen, pinseln, würzen, backen, lüften, essen. Die Kartoffel ist ein Nachtschattengewächs und zählt zum Gemüse. Die tolle Knolle enthält weniger Kalorien als Reis oder Nudeln. Sie ist glutenfrei, basisch, enthält fast kein Fett, besteht zu 80% aus Wasser und liefert dir Energie und Stärke. Stärke gehört zu den Kohlenhydraten und solltest du gerade auf Kalorien achten, lass die Kartoffel einfach abkühlen. So verwandelt sich die Stärke in resistente Stärke und liefert dir weniger Kalorien, dafür wichtige Ballaststoffe, die deine Verdauung auf Trab bringen und deinen Blutzuckerspiegel stabilisieren. Dann gibt es noch hochwertiges Eiweiß, das von deinem Körper super verwertet werden kann zum Beispiel. Und Kalium für dein Herz und Folsäure für deine Zellerneuerung. In Pellkartoffeln steckt übrigens mehr. An Vitaminen finden wir vor allem B-Vitamine und Vitamin C. Beim Kochen geht davon einiges verloren. Daher gilt, schonend garen und mit Schale. Lagern solltest du die Erdäpfelchen trocken. Kühl, 8 Grad und dunkel. So verhinderst du Schimmelbildung und Triebhaftigkeit. Sonnenlicht ist schön, aber da bekommt die Kartoffel grüne Stellen und da steckt wie in den Trieben das Nervengift Solanin. Da musst du spucken. Grüne Stellen also immer großzügig wegschnibbeln. Lagerst du sie zu kalt, wird die Stärke zu Zucker. Das wollen wir ja auch nicht, oder? Kaufst du Kartoffeln nach Sorte oder eher nach Kocheigenschaft? Und was heißt das eigentlich? Festkochen, niedriger Stärkeanteil. Da bleiben die Kartoffeln fest und sind super geeignet für Salate, Bratkartoffeln oder Gratins. Vorwiegend festkochen bedeutet etwas höherer Stärkegehalt. Bratkartoffel, Kartoffelpü, Pommes und Eintopf geeignet. Mehlig kochend, da ist die Konsistenz trocken. Das ist prima für Suppen, Pü und Klöße. Wenn du Kartoffeln kaufst, kauf sie dreckig. Der Dreck konserviert die Nährstoffe. Apropos Nährstoffe. Die Erdäpfel enthalten zellschützende Antioxidantien, die gegen freie Radikale kämpfen und entzündungshemmend wirken. Bunte Kartoffeln sollen übrigens mehr Antioxidantien enthalten als weiße. Wenn du mal Bauchweh hast, hilft Kartoffelbrei ohne Milch und bei Verstauchung, Rheuma, Mückenstichen kannst du kalte Wickel aus geriebenen rohen Kartoffeln machen. Und warum sagt man den Knollen nach dick zu machen? Hängt das eventuell mit der Zubereitung zusammen? Butterschmalz, Bratkartoffeln, Pommes, Chips, Kartoffelsalat mit Mayo? Es sind definitiv nicht die Kartoffeln. Also keine Panik. Lass sie, wie gesagt, ein bisschen abkühlen und dann geidert. Kaum ein anderes Lebensmittel hat auch eine so angenehm sättigende Wirkung. Sie lassen sich unglaublich vielseitig zubereiten. Zucker zu Kuchen verarbeiten. So, und wie immer am Schluss muss es jetzt besonders schnell gehen. Ich habe nämlich richtig Hunger bekommen bei der ganzen Kocherei und deswegen sage ich, alles ist gut, guten Appetit, bis dahin, tschüss.